Zwei Punkte nur trennen den Tabellenzweiten Thun und den Leader Sion vor diesem Spitzenkampf. Dem Rest der Liga entrückt geht's um die Tabellenführung. Das ist natürlich eine wunderbare Motivation für die Thuner in Rot. Die kommen über Dominik Franke hier am Ball und über Daniel Dos Santos. Und dem darfst du natürlich nie und nimmer derart viel Platz geben. 1:0, 16. Minute. Der U21-Nationalspieler mit seinem 6. Saisontor. Sauberes Passspiel, sauberer Abschluss. Beide Trainer, Mauro Lustrinelli und Didier Dolo, wollten die Partie im Vorfeld nicht zu hoch hängen, nicht unnötig Druck aufsetzen. Aber klar, Sion könnte seinen Vorsprung auf 5 Punkte ausbauen. La Manche, Bamad, fast Eigentor und dann nicht fast, sondern ganz der Ausgleich. Berdaies staubt ab. Bamad, der klärt nur bis zur Latte. Und Berdaies alleine und ohne Gegnerdruck. Christian Constantins Sion, es wird im Verlauf der Partie besser. Zweite Halbzeit, gleich wieder die Walliser. In der Mitte, das ist Dejan Zorgic, er ja mit Thuner Vergangenheit. Diese Aktion keine Minute nach Wiederanpfiff. Trainer Tolo und Sportchef Constantin sehen in der Folge nur wenig Offensivaktionen. Beide Seiten scheinen mit dem 1:1 nicht allzu unglücklich. Wirklich gefährlich wird's kaum noch. Eine heikle Szene aber gibt's noch. Achten Sie gleich auf die 19 von Thun in der Mitte. Sein Gegenspieler Yassine Fortuné fährt hier den Arm aus. Und zwar gegen Schmid. Er bekommt Gelb, würde ich an seiner Stelle so akzeptieren. Und ganz akzeptabel ist am Ende wohl auch das Resultat für beide Teams. 1